Willkommen bei Koch noch in die Vor. Heute machen wir mal wieder was aus der Karibik und wir haben uns heute dazu entschlossen, eine Kokos-Curry-Suppe mit Putenbrust zu kreieren. Und zwar kommt das Gericht aus Jamaika und ich werde euch jetzt erklären, was wir dazu benötigen. Wir benötigen dazu Putenbrustfilet, 1 Kilo. Ja. Das waschen wir vorher, tupfen es ab und schneiden es schön in mundgerechte Stücke. Dazu benötigen wir einen Bund Lauchzwiebeln, ebenfalls vorher waschen, die Wurzeln entfernen, die Blätter, die nicht so gut sind, entfernen wir auch und schneiden es schön in Scheiben. Dann brauchen wir eine Ingwerwurzel, die tun wir vorher schälen und schön klein hacken. Genauso wie die zwei Knoblauchzehen, herkömmlichen Knoblauch, zwei Zehen benötigen wir, ne, vorher schön schälen und schön klein hacken. Dazu benötigen wir noch ein bisschen frischen Koriander, den wir ebenfalls vorher zupfen und schön klein hacken. 30 Gramm Mehl, um nachher die Suppe schön anzubinden, damit die auch etwas dicker wird. Dazu benötigen wir natürlich, weil wir ein karibisches Rezept haben, eine Dose Kokosnussmilch, ein Päckchen Schlagsahne und als Gewürze natürlich Pfeffer, Koriander in Pulverform, ein bisschen gekörnte Brühe, Salz, Curry, natürlich ein Olivenöl und auch noch ein bisschen Zitronenkonzentrat. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an, jetzt ein schönes karibisches Rezept zu kreieren. So, als erstes nehmen wir uns den Kochpot. Natürlich, habe ich schon vorbereitet. Tun einen Schuss Olivenöl rein. Und dann würde ich sagen, tun wir da Putenbrustfilet, der kleingeschnittene, hinzufügen. Und braten dann erstmal schön an, richtig durchbraten. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Und dann machen wir gleich weiter. Wie das Fleisch jetzt schon fast gut durchgebraten ist, in unserem Topf, gehen wir hin und salzen es. Ich mache erstmal am Anfang einen Teelöffel Salz hier ran und würze dann ganz allein nochmal schön mit Pfeffer ab, nach Geschmack. Und rühren das Ganze nochmal schön durch und lassen damit die Gewürze nochmal so 2 Minuten nachkochen, damit sich die Gewürze schön in dem Fleisch einziehen. Und nachdem unser Putenfleisch nun fertig ist, nehmen wir uns eine Kelle oder anderes Gerät und holen es aus dem Pott heraus und lassen den Sud unten quasi drin, weil den benötigen wir gleich für unser Gemüse, die Lauchzwiebeln, die wir da drin schön schmoren lassen wollen. Stopp. So, jetzt haben wir unser Fleisch quasi aus dem Topf herausgeholt. Unten ist noch schön der Sud drin, unser Fleischsud. Der ist ganz wichtig für den Geschmack, weil jetzt gehen wir her und tun die Lauchzwiebeln da drin andünsten. Zusammen mit dem fein gehackten Knoblauch und den fein gehackten Ingwer. Und das Ganze lassen wir jetzt mal so ungefähr 5 Minuten vor sich her schmoren. Und dann tun wir gleich noch ein paar Gewürze hinzu. Unsere Lauchzwiebeln quasi vor sich her schmoren. Auf kleiner Stufe. Kann man schon eben andere Sachen vorbereiten. Dafür nehmen wir die Schlagsahne. Tun sie quasi jetzt in einer Schüssel rein. Zusammen mit dem Mehl. Mit den 30 Gramm Mehl. Und rühren das schon mal schön steif, ja, dass er eine schöne steife Konstanz kriegt.
und auch schaumig wird, weil das Ganze dient nachher, um unsere Suppe zu verfeinern. Und stellen das Ganze dann an die Seite. So, nachdem unsere Laubzwiebeln jetzt auch vor sich hingeschmort haben, gehen wir her und tun von dem Trockenpulver, von dem Koriander, circa einen Teelöffel ran. Ja, der will nicht so, aber Chefkoch ist stärker. So, Koriander an der Suppe. Dann brauchen wir einen Esslöffel und tun hier dran nochmal den Curry. Dann nehmen wir quasi einen Esslöffel Curry. Rühren das Ganze quasi den schön durch mit unseren Gewürzen und gießen das Ganze dann auf mit 3/4 Liter kaltem Wasser. Dann kommt hinzu 1 bis 2 Teelöffel gekörnte Brühe. Das verfeinert nochmal den ganzen Geschmack. Ja, ich mache mal 1,5. Das ist je nach Geschmack. Könnt ihr machen, wie es euch am besten schmeckt. Probiert einfach mal aus. Am besten nicht zu viel. Mal zwischendurch vielleicht mal abschmecken. Schön durchrühren. Dann kommt hinzu, wenn wir das schon durchgerührt haben, unsere Schlagsahne. Gucken, dass der alles schön rauskriegt. So, und natürlich kommt jetzt auch unsere Kokosmilch hinzu, die wir nun hier unterrühren. Da braucht man aber einen Löffel, weil das ist Kokosnuss in cremiger Form. Ja, schön auskratzen die Dose. Ja, dass wir die ganze Kokosmilch hier rausholen. Ganz so schön durchgerührt. Und jetzt ist ganz wichtig in der ganzen Geschichte, dass wir die Platte etwas höher stellen, Kochlöffel an Seite, die Platte natürlich etwas höher machen und natürlich muss jetzt ein Deckel drauf. Jetzt lassen wir das Ganze kurz einmal aufkochen, ja, damit es schön kocht. Und wenn wir merken, dass es kocht, dann tun wir das auf kleinster Stufe und lassen wir circa nochmal eine Viertelstunde vor sich herbrutzeln. So, nachdem jetzt unsere Suppe einmal kurz aufgekocht ist, machen wir das auf kleinster Stufe oder höchstens auf Stufe 2. Nehmen unser Fleisch und lassen es nochmal schön da drin für die nächsten 10 Minuten schmoren. Dann wird das Fleisch auch schön zart, was wir ja wollen, und es wird ein köstliches Gericht. Und dann warten wir jetzt quasi nochmal die Zeit ab, Deckel drauf, 10 Minuten schmoren lassen und gelegentlich umrühren. Ganz wichtig, damit uns hier nichts abkommt. So, zum Abschluss, nachdem das hier nochmal so ein paar Minütchen vor sich hingeköchelt ist, kommt jetzt ein Esslöffel Zitronensaft oder Zitronenkonzentrat in unsere Suppe. Das verfeinert nochmal
den schon wunderbaren Geschmack. Und natürlich, was ganz wichtig ist, unser frisch gehackter Koriander. Ja, um das Ganze nochmal zu intensivieren und zu einem teuflisch guten jamaikanischen Kokos-Curry-Suppe werden zu lassen. Das Ganze nochmal durchrühren, ganz wichtig. Und so ist unsere Suppe schon fast fertig. Und ich zeige euch gleich, wie es auf dem Teller aussieht. Also bleibt dabei. So, und so sieht nun unsere fertige Kokos-Curry-Suppe aus. Auch frisch aus Jamaika. Wir haben sie heute selbst zubereitet. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Oder teilt das Video auf Facebook. Besucht uns mal auf Facebook. Schreibt eure Kommentare. Sagt, was ihr hier von unseren jamaikanischen Gerichten haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder in alter Frische. Bis dann, eure Kochteufel.